Willkommen beim Stifterverbandskanal. Bei uns geht es heute um das Thema Schule. Wir alle haben ja mitbekommen, wie schwierig der Corona-Lockdown für viele Schulen gewesen ist. Lehrer, Schüler, Eltern, viele waren zutiefst verunsichert und viele haben gemerkt, von einer wirklichen Digitalisierung der Schulen sind wir weit, weit entfernt. Für dieses Video habe ich mit einem gesprochen, der sich in dem Bereich richtig gut auskennt und schon etliche Schulen beraten hat. Los geht's. Julian Michels ist Bildungsexperte bei der Pacemaker-Initiative in Düsseldorf. Dort versucht man, Schulen auf ihrem Weg in die digitale Welt zu begleiten und zu unterstützen. Wir sind ein Team, das relativ jung und dynamisch versucht, mit den Schulen innovativen Unterricht zu entwickeln. Also unser Ziel ist es eigentlich, dass am Ende Schulen selbstbefähigt sind, digital zu arbeiten. Aber digital heißt ja nicht nur, mit Tablets oder Ähnlichem zu arbeiten, sondern auch sich den Fragen der Zukunft zu stellen. Das nennen wir dann gerne mal innovativen Unterricht oder zukunftsorientierten Unterricht. Aber egal, wie man es nennt oder was man am Ende für ein Ziel hat, es geht ja darum, dass die Schulen ins Machen kommen. Deswegen haben wir auch diesen Namen Pacemaker als Schrittmacher, als digitaler Schrittmacher, weil wir auch die Schulen halt in ein Tempo bringen wollen, dass sie selbst in der Lage sind, sich zu befähigen, sich selbst entwickeln können in eine Richtung, die sie auch selbst wollen. Das heißt, wir arbeiten sehr bedarfsorientiert und versuchen dann immer entsprechend systemisch alle mitzunehmen. Vor allem auch natürlich die LehrerInnen, die wollen wir dann halt zeigen, welche Möglichkeiten existieren im Digitalen. Aber dazu gehören natürlich auch die Schüler und die Schulleitung dazu, die dann alle gemeinsam am Tisch sich überlegen sollen, was Schulentwicklung sein soll. Die Pacemaker-Initiative hat den Stifterverband im Rahmen seines Programms Schule in der digitalen Welt unterstützt. Mit diesem Förderprogramm helfen wir insgesamt 18 Schulen dabei, eigene Medienkonzepte zu entwickeln und umzusetzen, damit sie Kinder und Jugendliche besser auf ein Leben in der digitalen Welt vorbereiten. Die Pacemaker-Initiative ist dabei einer unserer Coaching-Partner, das heißt, sie haben ganz eng mit den Schulen zusammengearbeitet. Also die Pacemaker-Initiative, ähnlich wie die anderen Coaching-Partner, wir betreuen die Schulen und bei uns sind es 12 Schulen von 18, die wir dann in 2 Jahren bedarfsorientiert versuchen zu betreuen. Das heißt, das Programm oder das System, was wir sonst auch immer führen mit den Schulen, also ist eigentlich immer ein ähnliches Prinzip, dass wir immer eine Bedarfsorientierung machen, eine Standortabfrage. Wo sind wir eigentlich? Die Schulen sind da immer sehr unterschiedlich und dann entwickeln wir mit denen zusammen einen Projektplan, wie wir uns entwickeln wollen und bei denen, wo Bedarf ist, wo es drückt, gehen wir dann mit gemeinsamer Kraft dran. Wir wollen ja verstärkt auch gucken einfach, dass wir die Schulen in diesen Modus des Selbstarbeitens kommen, weil wir auch so ein bisschen Nachhaltigkeit erreichen wollen. Wir wollen nicht nur eine Show an der Schule abliefern und das sind iPads oder ähnliches, sondern wir wollen halt vor allem, dass da Gruppen und Strukturen entstehen, damit nach den 2 Jahren halt auch die Schulen gestärkt sind. Die Frage ist natürlich, was findet man an den Schulen vor? Wie groß ist die Skepsis gegenüber der Digitalisierung? Wie ist der Stand der Technik? Welches Mindset herrscht bei Lehrerinnen und Lehrern eigentlich vor? Wir haben auf jeden Fall Menschen, Lehrkräfte vorgetroffen, die gesagt haben, hier muss was gemacht werden, wir wollen was machen. Es gibt immer eine sehr große Heterogenität auch im Kollegium, wie man dazu steht. Digitalität ist so ein Oberbegriff, wo jeder irgendwas damit verbindet. Und wenn es das WLAN ist, das dann die Schüler haben, und dann wird der Unterricht noch chaotischer vielleicht. Oder in irgendeiner Form gab es immer irgendwelche Zweifel an der Situation, warum muss das jetzt auch noch hier sein? Überall ist doch Digitalität. Warum jetzt auch noch hier? Und diese Haltung ist das Erste, was man angehen muss, nämlich diese Dringlichkeit festmachen, die jetzt durch diese Lockdown-Phase, durch diese Krisenphase sich ja noch mehr bestätigt hat, zu sagen, natürlich müsst ihr ein eigenes Maß finden, wie ihr damit umgehen wollt, aber letztendlich kann man sich dem ja nicht ewig entziehen. Es geht ja auch um Kompetenzen, die man erwerben muss in dieser Welt, die weiter außerhalb nur von Latein oder auswendig lernen ist. Es geht ja um Handlungskompetenzen, um Zusammenarbeit, um das Kollaborative, was ja nicht immer mit einem Endgerät zu tun haben muss, sondern mehr so mit diesem Mindset. Aber diese Zweifel und Angst, die sind immer in jedem Kollegium da. Ich glaube, die sind in jeder Gruppe bezüglich Veränderung immer da.
Also jeder, der merkt, okay, hier kann sich was ändern, und Schule ist ein sehr abgeschlossenes System, wo dann auf einmal also eine große Bedeutung ist, wenn Tablets im Unterricht sind. Und vor dieser Veränderung gab es dann viele Hemmungen. Und das ist dann eine wichtige Aufgabe von uns als Partner, dass wir als Externe dann die Möglichkeit haben, mal zu sagen, hey, lass uns mal die Perspektive wechseln. Und das ist der Vorteil, den man hat, wenn man nicht im System drin ist, dass dann sich Leute da leichter darauf einlassen können. Und das ist auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, dass man dann diesen Initialzündung gemeinsam herstellen kann. Viele Schulen müssen sich ja erst darüber klar werden, dass sie aufbrechen müssen, dass sie sich auf den Weg machen müssen. Dieser Prozess ist oft schmerzhaft und langwierig. Bei den Schulen, die sich an unserem Programm beteiligt haben, war dieser Prozess allerdings schon abgeschlossen. Und dennoch ist es nicht einfach, dann auch wirklich ins Doing zu kommen, sich wirklich an die Arbeit zu machen. Also der erste Schritt ist eigentlich dann immer, dass man in eine Art Visionsfindung eingeht. Das heißt, wir wollen nämlich die erste Hürde, die wir dann fast meistens immer sehen, ist, wir wollen erstmal, und jetzt ist das so ein bisschen phrasig, alle ins Boot holen. Klar machen, warum ist die Dringlichkeit da, jetzt in Veränderung zu gehen. Vor der Krise war das noch, dass wir über die Kompetenzen und Zukunft geredet haben, über diesen Druck, dass ja irgendwie man proaktiv werden soll. Und daraus haben sich dann schnell Positivvisionen gebildet, die wir dann mit unterstützt haben, zu sagen, wir wollen, dass unsere Schüler fit für die Zukunft werden. Das kann man dann in Workshops, in Kleingruppen, das kann man im Großen machen, das kann eine kleine Gruppe machen und das dann kommunizieren. Wichtig ist aber, dass man so diese Allianz der Willigen hat, und die muss man zur Not aufbauen. Viele Schulen haben dann meistens der oder die Medienberaterin. Und die ist dann dafür da, das alles mit der Digitalisierung zu machen. Und da sagen wir, so nicht. Also kann man machen, aber dann ist unser Erfolg auf jeden Fall kleiner. Und deswegen ist zum Beispiel ein Teil unserer Arbeit, dass wir versuchen, wieder auch da Leute hinzuzuholen, zu motivieren, zu sagen, das kann man nicht alleine lösen, und dann als Gruppe diese Veränderungen anzugehen. Und dann merkt man, okay, wir wissen ungefähr, wo wir hinwollen. Dann ist die Frage, wie schaffen wir das? Oder was müssen wir eigentlich können? Und dann kommen so Sachen wie, wir machen mal eine LehrerInnen-Fortbildung. Wir haben ganz viele pädagogische Tage mit den Schulen gemacht, wo wir dann verschiedenste Expertinnen hinzugefügt haben, die dann etwas über gemeinsames Arbeiten an Laptops zum Beispiel gemacht haben oder irgendwas. Wir gehen dann immer planen gemeinsam mit der Schule, wo dann die Bedarfe der Schule sind. Und dann gab es diese Workshops, und dann waren wir auch erstmal froh, dass ausprobiert wurde. Dass die Schulen schnell anfangen zu merken, okay, wir versuchen das jetzt mal umzusetzen, und das brauchte auch erstmal Zeit. Es gibt viele Formate, die Lehrer nutzen können, um sich gemeinsam mit den Kollegen fit zu machen. Julian Michels nennt zum Beispiel Barcamp-Formate oder Mikrofortbildungen, um ganz bestimmte Fähigkeiten zu trainieren. Insgesamt ist es enorm wichtig, eine gemeinsame Roadmap zu entwickeln und Meilensteine zu setzen. Noch wichtiger aber scheint es zu sein, sich mit anderen Schulen zu vernetzen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Nur so kann man regelmäßig überprüfen, wo man selbst steht, und von anderen lernen, die vielleicht ähnliche Probleme haben wie man selbst. Schließlich muss man das Rad ja nicht immer selbst neu erfinden. Das Programm in der Schule in der digitalen Welt räumt den Netzwerken ziemlich breiten Raum ein. Also grundsätzlich, Netzwerke brauchen eine Pflege, und es braucht jemanden, der sich darum kümmert und die zusammenholt. Die Vorteile aber dann im Austausch basieren darauf, dass dann halt diese Vertrauen, Transparenz und diese Beziehung halt gelebt werden kann. Und dieses Netzwerk muss halt auch physisch da sein. Das heißt, rein digital wird nicht funktionieren, weil auch dieses Beziehungselement halt Kern ist, außerhalb der Schule auch mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen und auch gemeinsam sich mal auszutauschen bei der Frage, wo stehe ich eigentlich? Schulen bekommen auch sehr wenig Feedback im System selber. Das ist gar nicht so gut angelegt. Ab und zu kommt mal so eine Qualitätsanalyse vorbei, aber so ein ehrliches, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Das ist gerade in einem Netzwerk möglich, und das ist dann auch mehr zwischen den Zeilen manchmal dabei. Das heißt, diese Räume schaffen sind einer der wichtigsten Momente, um den Lehrkräften oder überhaupt Schulen und den Partnern zu ermöglichen, auch zu arbeiten. Auch so ein bisschen Kreativität und Freiraum in der Entwicklung zu geben, ist da Schlüssel zum Erfolg.
Okay, verstanden. Aber was ist denn der Schritt, den Schulen unbedingt machen müssen? Der Schritt, ohne den es einfach nicht geht. Der erste Schritt muss sein, wo wollen wir hin? Die Frage muss sich ehrlich beantwortet werden. Und vielleicht ist es auch die Frage, wie stellen wir uns eigentlich gute Bildung vor? Wenn ich Lehrkräfte frage, wie würde eure ideale Schule aussehen, dann würden die wenigsten auf eine Schule kommen, die so aussieht wie jetzt. So, und mal zu hinterfragen, warum ist da so eine große Diskrepanz dazwischen, ist vielleicht so dieser kritische Moment die Frage, sollte das nicht der Grund sein, in Bewegung zu kommen? Und wenn man sich dort ehrlich auseinandersetzt und ehrlich zu sich selbst ist, dass man vielleicht auch sich verändern muss, das System, die Lehrkraft, jeder Einzelne, dann kann es klappen. Nun kann es ja noch so viele motivierte Menschen an den Schulen geben, die Dinge nachhaltig und im Sinne einer guten Bildung verändern wollen. Aber man muss sie auch lassen. Man muss ihnen die notwendigen Freiräume und das entsprechende Vertrauen geben. Das heißt, die politischen Rahmenbedingungen müssten sich auch ändern, wenn Schule sich langfristig und grundlegend verändern soll. Ich glaube nicht, dass wir uns retten, damit zu sagen, es sind 8 oder 9 Jahre, es sind 2 oder 3 Schulformen. Es geht um ein wertschätzendes, ihr habt jetzt hier die Mittel und ihr habt schon so viel bisher gemacht und getan, Konzept geschrieben. Wir vertrauen euch, setzt es um, probiert aus. Die Möglichkeit zu haben, auch Fehler zu machen, ohne dass dann der erhobene Zeigefinger von oben nach unten kommt. Diese Möglichkeiten müssen da sein, weil sonst bleiben wir in dieser Situation, dass keiner in der Lage ist und sich auch keiner traut, was zu verändern. Und da muss man halt vielleicht mit mutigem Beispiel vorangehen und vielleicht auch am ehesten, wenn es um die Frage der Politik ist, auch einfach zu bewerben mit uns ist es wichtig, dass was passiert in dieser Bildung, in diese Richtung. Wer geht raus und sagt, mein Motto für die Wahl ist, ich verändere Bildung. Das tun die wenigsten leider. Warum eigentlich? Warum diskutieren wir gesamtgesellschaftlich nicht tagtäglich darum die Frage, warum solche zentralen Strukturen so laufen, wie sie laufen? Und das ist dann vielleicht auch in die eigene Nase fassen zu sagen, weil wir vielleicht auch nicht denen zuhören, die damit werben, sondern denen, die am lautesten sind. Und das ist so vielleicht der Appell, dass wir alle uns fokussieren auf die Frage, wie kann das klappen? Und dann kommen wir wieder zum Punkt aus des Programms, dass es ein Netzwerk ist, dass alle ein Interesse daran haben, dass das gut klappt und jeder auch einen Beitrag dazu leisten kann. Ja, soweit also Julian Michels von der Pacemaker-Initiative über seine Erfahrungen im Programm Schule in der digitalen Welt. Wenn ihr mehr über dieses Programm wissen wollt, wir haben natürlich alles Wichtige für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Im nächsten Video spreche ich wieder mit einer Partnerin aus diesem Programm, nämlich mit Sarah Fassbender. Sie ist Projektmanagerin beim Education Innovation Lab in Berlin. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei wärt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bitte gerne den Daumen hoch. Kritik und Anregungen schreibt ihr bitte in die Kommentare. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, wisst ihr schon, einfach den Abo-Button klicken. Danke und bis demnächst. Ihr und euer Michael Sonnabend.